Die rumänische Tragikomödie Migranten ist ein bitteres Stück über das Migrantenthema. Gespielt wird noch bis zum 7. Dezember im Theaterforum in Schwechat. Was hast du für ein Gefühl? Ich habe überhaupt kein Gefühl. Dich müsste man das fragen. Für mich ist es ein Morgen wie jeder andere. Danke jedenfalls. Dank mir dich jetzt schon. Dank mir erst, falls wir keiner Patrouille begegnen. Fünfte Eigenproduktion heuer, Auswahl einer rumänischen Tragikomödie. Eine gewagte Wahl. Ich schaue, dass ich einfach für jedes Publikum ein bisschen was bringen kann. Und auf rumänische Tragikomödie bin ich deswegen gekommen, weil ja die Rumänen jetzt die 100-Jahres-Feier haben der Vereinigung. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich irgendwas mit Grenzen machen. Und habe mich auf die Suche gemacht, war auch in Rumänien beim Theaterfestival und habe dort den Matej Wischniak getroffen, den Autor dieses Stücks. Und wir haben halt so diskutiert und ich habe das gelesen und fand das recht spannend. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne eine weibliche Regisseurin dazu. Und dann bin ich auf die Asli Kishlal gekommen und habe sie gefragt und wir haben diskutiert und haben gesagt, sie möchte aber dann viel ändern vom Stück, weil sie spannend findet, dass wir unsere eigenen Erfahrungen auch noch einbringen und nicht nur auf dem einen Thema bleiben. Ich nehme hier Gott bei. Gott steht dir bei, mein Junge. Und jetzt werde ich etwas tun, was ich dir nicht erzählt habe. Ich werde dir deine Augen verbinden. Weil ich ganz einfach deine Augen nicht sehen möchte, falls wir einer Patrouille begegnen und ich dich ins Meer werfen muss. Und das darfst du nicht mitbekommen. Augen sprechen manchmal zu viel. Und ich will deine Augen nicht sehen, wenn sie um Mitleid betteln. Und falls wir einer Patrouille in die Quere kommen und ich dich aus Mitleid nicht ins Wasser werfe, erschießen sie uns. Der Schriftsteller hatte wahnsinnig viel zu vermitteln. Also man hat es gespürt, das liegt ihm sehr nah. Das ist, der beschäftigt sich sehr mit diesem Thema. Er hatte auch die Perspektiven der Geflüchteten in diesem Stück reingebracht. Was für mich aber eigentlich die interessanteste Phase war, wie gehen wir mit diesem Thema um? Und deswegen haben wir nur die Teile rausgenommen, was über die westliche Gesellschaft erzählt, wie dieses Thema als eine Herausforderung, als eine Überforderung, als eine Problematik behandelt wird von Medien, von Politik. Wenn ich die Nachrichten einschalte, jeden Abend höre ich von Amerika bis zum Brasilien, bis Österreich, bis Deutschland, ganzen Europa ständig Migrationsthema. Wird verhandelt und wir wollten das auch auf unsere Art und Weise, dieses Thema verhandeln. Hier sind die ganze Zeit irgendwelche Leute vorbeigelaufen. Wann? Heute Mittag. Wie viele? Viele. Aber was heißt viele? Eine ganze Menge. Und das findest du normal? Es waren auch Schwarze dabei. Was meinst du? Sie waren schwarz. Schwarz. Schwarze? Aus Afrika? Weiß Gott, woher? Ja, eben. Was meinst du, wo die hingegangen sind? Nach Norden. Zur Grenze? Naja, wohin denn sonst? Oh, schön. Ich frage mich, warum der liebe Gott die Schwarzen gemacht hat. Es gibt einen Tag, es gibt einen Nacht. Es gibt Sommer, es gibt Winter. Man lacht, man weint. So mag es der liebe Gott. Schön abwechselnd. Wir befinden uns hier in einer elitären Position. Wir sind in einem Theater. Die lautschreiende Leute sind draußen und die kommen auch nicht in diesem Theater rein. Leider. Das Theater schafft das noch nicht, alle zu verbinden und um die anzusprechen, zuzugehen. Das heißt, wir sind in einem geschützten Raum hier. Die Geschichten, die wir den Leuten erzählen, die sowieso über dieses Thema auch sich Gedanken machen, die werden hierher kommen. Aber trotzdem hat das Theater auch
die Verpflichtung, über die gesellschaftlichen Thematiken zur Hand zu haben und über die eine Sprache zu entwickeln. Und wir haben eine sehr überspitzte Sprache gewählt. Es ist eine bitterböse Komödie, wenn Sie noch was zum Lachen haben. Aber es ist sehr aktuell und das muss auf die Bühnen kommen. Hier geht es um die Herzschläge einer Gruppe von 110 Syrern und Irakern. In dem Moment, in dem ihr Boot das Land berührt,